kommt man dann an manche Stellen ran? Also, vor allem, wenn da kein so ein Zwergen... Oh, Zwergenzugang ist. Schon recht komisch. Okay. Hier ist kein Secret. Okay. Swoosh. So, dich nehme mit. Dich nehme mit. Euch nehme mit. So, das war für die Boss-Tür. Da müsste theoretisch unten... Oh, hier ist eine Kiste. Müsste unten eine Kiste sein. Und... Au. Und da hinten von dem Bossraum aus... Nach unten müsste der Höllenzugang sein und dementsprechend noch ein... Dementsprechend noch ein Hähnchen. Aber wir haben inzwischen so viel Schaden bekommen, dass... Ist das Ding gerade runtergefallen? Das sah ja komisch aus. Oh, zwei Hühnchen. Danke, Spiel. Das war die Entschädigung dafür, dass wir gesehen haben, wie du Gegner spawnst. Die fallen einfach von der Decke runter. Ah, das ist ganz schön peinlich, Spiel. So. Wenn wir es jetzt schaffen würden, zum Bossraum zu kommen, ohne getroffen zu werden. Ha, 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 ha. Auf. Dann könnten die Lebenspunkte reichen. Au. Ja, 50%. Vor allem braucht man bei dem Boss hier gar nicht so viel Schaden zu machen, weil er sich ja eh spaltet. Ja, komm schon, gib mir irgendwo... Ah, Hühnchen, sehr schön. Gegner besiegen, das klappt so nicht. Das war gerade so ein typisches Adventure-Antwort-Ding, ne? Das klappt so nicht. Bei welchem war das? Zack McCracken? Nein, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bei fast allen. Oh. Lebenspunkte, Lebenspunkte. Komm, Ping-Pong dich zu Tode. Oh, 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 oh. Ah. Doofen Klein. Genau. Zwischen Stahlkugel und Dingens gefangen. Komm, Hühnchen. Pokage müssen immer Glück haben. Mehr Hühnchen. Oh. Okay. So weit, so gut. Oh, unsterbliches Spaltschleimding. Yikes. Ja. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, weg. Ah, 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 ah. Was für ein Krampf. Also ja, Hokage macht schön viel Schaden, aber mit den Lebenspunkten, da wird er mehr schwummerig bei. Wie sehr man da aufpassen muss, nicht getroffen zu werden. Also ja, eigentlich muss man mit jeder Klasse aufpassen, aber so ein Barbar, wenn da so ein richtig chaotischer Raum ist, dann sagt er sich, ach, scheiß drauf, werde ich halt einmal getroffen, dann bringe ich ein, zwei Gegner um, schon fliegen weniger Projektile. Das klappt beim Hokage nicht. Oh, Hühnchen. Wow. Okay. Das alles für gar nichts. Ja, komm schon. Ah, Bossraum. Mit nicht mal 50%. So klappt das nicht. So klappt das ganz und gar nicht. Auch wenn du schön schnell laufen kannst. Das klappt trotzdem so nicht. Ich gehe mal weg hier. Und guck mich hier mal um. Da oben. Mal 8 Lebenspunkte mehr, 16 Lebenspunkte mehr. Reiche, was immer gut ist. Und das war's jetzt hier. Okay, rechts wäre noch ein Raum. Mit potenziellen Hühnchendingern. Aber nö. Und sonst nur weiter oben. Nee, 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 nee. Da. Geht schneller. Swoosh, swoosh.
rechts im Raum mit einem Puschelbuschel. Der Nachbar. Das war gerade das Fliegen, was ich meinte. Zum falschen Zeitpunkt und genau an die Stelle geflogen, wo das Puschelbuschel gewartet hat. Warum nur? So. Okay, alles gut. Lebenspunkte sind unter 30%. Ah, nähern sich 54. Oh, und der Raum könnte mir helfen. Die kommen nämlich nicht an uns ran, wie aber schon an sie. Sehr schön. Ching. Ich hätte gerne mal eine Hühnchenkiste. Das war doch ein schönes Gimmick. Oh, oder ein Übergang zum Wald. Der ist genauso gut. Übergang zum Maya-Gebiet fehlt auch noch, ne? Wenn wir den finden würden, hätten wir ja schon fast genug. Au. Ja, wo laufe ich hin, wo laufe ich hin? Ach, am besten einfach in das Skelett reinspringen. Das kann doch nicht wehtun. Oh. Also, da war Maya schon mal nicht. Okay. Oh. Da ist noch ein Zombie, den lasse ich mal in Ruhe. Hier ist unten noch ein Raum. Alle Gegner besiegen. Nö. Sehr schön. Das war mal gut Lebenspunkte. Okay, nicht getroffen werden, nicht getroffen werden. Da ist ein Eistypi. Gar nix. So. Oh, sehr schön Hühnchen. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch. Ah. Es war gar nicht so weit. Und das mit schneller Laufen. Aber na gut. Ja. Warte. Der. Na. Ah, sie fliegen. Ganz ruhig. Aber ja, nee, ich muss fliegen loswerden. Ich kann mit dieser Knüppelsteuerung an dem Gamepad hier nicht ordentlich spielen. Jedenfalls nicht beim Fliegen. Und das wäre jetzt Übergang zu Maya. Wir haben zu viele Lebenspunkte verloren. Alles Murks. So, stirb die doofen Kisten. Oh, du bist eine richtige. Royal Chestplate. Gucken wir mal, wie so schön es kann. Schon noch ein paar ordentliche Treffer. Also Gegner, Kills. Oh. Flieg hoch, guck links neben mir. Oh, hallo. Wer bist denn du? Bist du etwa ein Scharfschütze? Oh. Du, nein. Genau, ein Level voller Hunde. Wenn ich Lebenspunkte brauche. Warum nicht? Macht doch Spaß, ne, Spiel? Jo. Hühnchen. Hühnchen. Ah, knapp. So. Ja. Oh, okay. Okay. Oh, nein. So. Kaputt. Und Hühnchen. Was für ein Krampf, wenn ihr uns langsam... Dem Wahnsinn. Das Spiel spielt mit mir. Der Dungeon spielt mit mir. Gibt mir immer wieder Hühnchen. Damit ich glaube, ich habe eine Chance. Dann kommt irgend so ein doofer Treffer. Kaputt. Random Teleporter. Mhm. Warte mal.
Der Random Teleporter teleportiert uns eigentlich zu einem Ort, wo wir schon mal waren. Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Ich glaube, das ist immer ein Ort, wo wir noch nicht waren. Das wäre ja eigentlich ganz praktisch. Wow, viel zu viel. Yikes. So, kaha. Put. Alle Gegner besiegen. Das ist so ein ganz komischer, ne? Kann man schnell töten, bevor er seine komischen... Wow, Stacheln. Und dumm was. Und überhaupt. Ja. Komm, weg, 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 weg. So. Kaputt, 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 kaputt. Okay. Lebt ihr noch was? Du da lebst. Komm her. Nein, aber kein One-Hit. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt wach. Und das nächste Leben kann dann etwas entspannter sein, bitte. Barbar wäre richtig entspannt. Spiel und Kette wäre nicht so entspannt. Hokage, kein Fußpuls und zwei linke Hände. Beim Schwert aber vollkommen egal. Scheiße für Entspannung. Hokage. Mit 28.000. So, Doppelsprung konnten wir nichts ändern. Wir wollen jetzt eigentlich nur zum Boss. Richtig? Richtig. Ich glaube, ich erhöhe... Soll man das erhöhen? Nee, komm. Wir erhöhen lieber was anderes. Mehr Hühnchenpower. Mehr Hühnchenpower, mehr Hühnchenpower. Und mehr Leben. So. Das heißt, wir kriegen jetzt 15% pro Hühnchen. Und wir benutzen absichtlich keine Architekten, weil ich will nicht das ganze Gold verlieren. Gerade bei den Bossen ist das doch schon ganz schick. Also, selbes Ziel wie beim letzten Hokage. Wir wollen nach oben oder unten. Je nachdem, wo keine tödlichen Räume sind. Und euch töte ich eigentlich erst, wenn ich getroffen werde. Ja. Unten sieht nicht so wirklich toll aus. Ich guck mal nach rechts. Rechts ist gut, okay. Es ist zwar ein Stachelraum, aber geht nach unten. Nach unten sind die Räume hier okay. Wenn die nach oben gehen muss mit diesem Fliegeding, dann ist es nicht so toll. So, schnell sterben. Mhm. Ja, ja. Kiste? Nö. Also da links war irgendwo eine Kiste oben, aber später. Boss töten und so. Und hier sind wir. Ja, komm, spiel Ping-Pong mit mir. Ich stehe drauf. Extrem Ping-Pong gegen. Kiste schön und gut, aber das wollte ich gar nicht. Ich will doch in die Hölle. Ich will hier nicht irgendwelche Kisten aufmachen. Dafür sind Spiel und Ketten da. Ich fliege, also... Ja. Also geht das eigentlich? Ja. Wie gesagt, fliegen ist irre praktisch. Da sage ich nichts, aber die Steuerung. Da bräuchte ich jetzt schon 5 Sekunden am Stück fliegen, um das irgendwie gut hinzubekommen. Oh, oder ich könnte mal das Steuerkreuz benutzen. Warte mal, geht das auch? Oh, Steuerkreuz ist gleich wesentlich angenehmer. Aber das restliche Spielen ist mit dem Steuerkreuz doof. Das heißt, ich müsste mit dem Stick spielen, wenn ich fliege, den Daumen runterwandern lassen zum Steuerkreuz. Nee, komm. Das macht das Ganze noch komplizierter. Das wird doch nie was. Oh, Hühnchen. Ah, volle Lebenspunkte. Gib mir die Hölle. Oh, hallo. Warum kriegen wir eigentlich bei den Kanonendingern keinen Kollisionsschaden? Ah. Muss es mir gleich Kollisionsschaden reinwürgen, als ich das gesagt habe am Spiel. Weil ich wieder einen Bug von dir rausgefunden habe. Ja. Guardboxes haben keinen Kollisionsschaden. Das
sage ich jetzt ganz, ganz häufig, so lange bis du einen Todesraum erschaffst, dass ich instant sterbe. Mir fällt gerade auf, wie leicht verstörend es wirken könnte, wenn ich durchgehend mit dem Spiel rede, während ich mit euch rede, die auch nicht anwesend sind. Ja, reden wir das mal.